Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap von Shadowlorn. Ja, im letzten Part haben wir ja den Boss besiegt, Quarto Tsuma, was das erste Mal, wo ich mir auch die Muße gemacht habe, mal nach dem Boss zu recherchieren, wie der heißt. Ist mir auch erst nachher eingefallen, dass ich werde auch mal bei Gelegenheit die anderen beiden Bosse benennen. Sind sie ja schon drei? Nein? Zwei. Gut. Jedenfalls, im letzten Part haben wir auch noch dir einen Traum gewagt, wo wir dann das Headset gefunden haben. Nun, dann habe ich mir gedacht, gut, versuch's einfach noch einmal. Zwei, drei. Der Traum werde wahr. Ich dachte, wir versuchen es einfach mal nochmal. Vielleicht läuft es ja genauso wieder so gut. Ui. Ei! Meine Rubine! Holla, da sind aber ganz viele Rubine geflüchtet gegangen. Nee. Eieieiei. Fragment. Haben wir. Wuff. Ich stelle mich gerade echt an wie der letzte Vollidiot. Boah, hab ich wieder Herz verloren. Eieieiei. Okay, erst einmal müssen die Ananas weg. Ja. So nicht. So hätte ich es eigentlich nicht machen müssen. Dachte eher so an. Zum Beispiel so, ja. So und. So. Läuft das gleich schon viel besser. Holla. Ich brauche einfach meinen Platz. Und den hat man einfach nicht, wenn man gegen so viele Gegner Horden kämpfen muss. Und zumindest kann ich nicht mehr beschweren, dass ich jetzt viel Geld hätte, denn ich habe gerade eine ganze Menge verloren. Ey. Oh, leck mich doch. So, und was haben wir davon? Habe ich im Endeffekt sogar mehr Rubine als vorher? Nö. Siehst du auf null? Und drin haben wir einen roten Rubin. Was für ein Glück? Am Arsch. Das sieht voll scheiße. Ich habe mich, wenn es ein Herzer gewesen wäre, wäre toll. Hölle, habe ich auch die Fresse bekommen. Aber feines Fund. Volles Fund, nicht feines Fund. So. Und, hattest du einen schönen Traum? Dann beehre mich bald wieder. Naja, schön war der jetzt nicht so. Das Ergebnis war auch nicht so berauschend. Das war ziemlich bescheiden sogar. So, und der Laden hat... Jo, der ist auch dicht. Warte mal, ich fällt gerade was ein. Vielleicht kann ich ja... Ich habe vorhin mit dem geredet hier, der braucht da einen Nachmieter. Vielleicht finde ich den ja im Hotel. Da war ja eine von den drei Göttinnen. War ja eine dabei, die wohl gesagt hat, sie würde wohl gerne hier in der Stadt bleiben. Vermutlich wird das dann auch so sein, ne? Vielleicht finde ich da jetzt hier eine potenzielle Nachmieterin. Mal sehen. Und da haben wir doch schon. Faure. Oder Din, oder wie sie war? Im Hotel wohnt es auch nicht das Wahre. Ja, ich habe aber was für dich und das interessiert dich anscheinend nicht. Und so, sind wir da ganz schön groß, diese Stadt. Und, ruhiges Zuhause. Okay, weiter war ein ruhiges Zuhause. Ich hätte ein potenzielles Haus. Moment mal, habe ich die nicht letztes Mal geholt oder wollte ich die letztes Mal nicht holen? Aber wahrscheinlich hat es nicht gemacht wegen Rubinüberdruss, was ich jetzt schon wieder habe. Na gut, okay, was riecht's mal mit den netten Herren? Miau, da geht der Post wieder ab wie ein Zäpfchen. Na gut, hier erstmal reden. Na, was guckst du denn so? Ich bin Gorman, der Makler. Ich suche einen Mieter für. Ja, gut, dass du nicht rübergesprungen. Dieses Haus. Ein schickes Haus, oder? Allerdings nur für eine alleinstehende Frau geeignet. Mehr Leute wären zu laut und dürfen nur alles schmutzig machen. Sag mir Bescheid, wenn du jemanden kennst, der ein Haus sucht. Tu ich doch. Ich hätte sogar potenziell zwei, die ein Haus suchen. Ich meine, wäre doch schon etwas, nicht wahr? Na gut, wie er schon gesagt hat, für mehr als zwei ist einfach zu viel. Für eine Person ist einfach zu viel. Aber... Ja. Und du? Gut, okay. Jetzt habe ich hier einer von denen gesagt, hier, ich habe eine Hütte. War es gut oder war das schlecht? Werden wir sehen.
erstmal hier versuchen, wieder ein bisschen auf den grünen Zweig zu kommen. Na gut, nicht ganz wirklich. Nicht ganz wirklich ist. Und scheinbar hat sie. Ja, scheinbar wohnt sie jetzt hier. Ah, interessant. War das gut oder war das schlecht? Das ist eine andere Frage. Das muss ich herausstellen. Ah, okay. Wie war mit dir? Oh, Lon, du bist mich besuchen. Ich wohne jetzt in einem schönen Haus. Wenn du eine leere Flasche hast, bekommst du von mir einen Talisman. Habe ich eine? Ja, habe ich. Na okay. Zwei Talisman in die Flasche? Ja, bitte. Was bringt der wohl? Bitteschön, er ist in der Flasche. Komm jederzeit wieder vorbei. Zins Talisman erhalten. Die Kraft ist, deine Kraft ist für kurze Zeit größer. Nett, nett. Nice, nice, nice. Hätte ich mit das, mit wenn ich das mit einer anderen gemacht habe, dass ich dann anderen Vorteil gehabt hätte? Vermute ich jetzt einfach mal. So, dann wollen wir mal. Der eine obligatorische Part, wo ich dich in der Stadt verbringe, kriegen wir mal, wie du hier mit hoch und weit springen kannst. Ah, ja. Das wird eine Weile dauern. Ich glaube, das ist das, als der letzte Reiz, das wir kriegen. Ah, gut, Fragmente. Bist du Fragmente verein? Sehr gern. So, und ich habe ja einige Fragmente wieder sammeln können. Na, außer das habe ich nur ein einziges von. Aber sonst habe ich wieder einiges an Fragmente. So, passt perfekt. Jetzt geschieht etwas Wunderbares. Mit der Gabi. Ich glaube, das ist ein eingedeutschter Name. Und das ist. Ist das nicht irgendwo im Startraum des Spiels? Gloria Wald. Ach, du lieber Herr. Sie passen perfekt zusammen. Vielleicht passiert ja was Gutes. Ich nur vielleicht. Die Frage ist nur, inwiefern gut es ist. Das ist eine andere Sache. Ah, Quatsch. Na gut, jetzt erstmal noch wieder kein Herz. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Also, irgendwas wollte ich auf jeden Fall noch hier machen. Ist jetzt grad, wie willst du gerade beim besten Willen? Alter, genau. Die Marvus-Handschuhe nochmal weiter zeigen. Denn durch Marvus-Handschuhe können wir uns auch hier durchgraben. Und ja, ich frage mich dann mal, was wir noch hier so schönes finden können. Eine leere Truhe, okay. Wieso finde ich hier unten eine leere Truhe? Na, vielleicht ist da später was drin. Weiß ich gerade echt nicht. Ja, Quatsch. So. So. Was können wir hier finden in Underground? In the Underground. Oh, noch tiefer in the Underground. Wir können auch tiefer in den Underground finden. Okay, das heißt grammatikalischer totaler Mundpilz. Und hier drin haben wir bitte keine Rubine, bitte keine Rubine. Ein Glücksfragment! Ach, Schwein gehabt. Sehr schön, was haben wir denn hier? Okay, in the basement of the town. Da ist the deep underground und so. Ich weiß, das hatten wir schon mal, aber. Ei, Karamba, 100 Rubine vergeigt. Verdammt. Scheiße, war an. Gut. Wir sind da nicht ganz so gut. Okay, ich glaube, hier komme ich erst weiter, wenn es hier wirklich. Na, hier komme ich erstmal nicht weiter. Oder? Komm. Reicht schon. Ah ja. Nö. Hier komme ich erstmal wohl nicht weiter. Und ich bin natürlich von dieser Seite. Naja, was soll's. Vielleicht aber später erst. Vielleicht aber auch, wenn ich von hier oben aus weitermache. Schatzsuche in Hyrule. Auch nicht schlecht. So. Und die Käfer bleiben auch tot. Okay, da haben wir. Ja, darin haben wir noch ein Instrument. Das ist okay. Hyrule Underground. Okay, das war's dann erst einmal. Da unten kann ich wohl erstmal nicht weiter. Das ist, Moment mal, also das, dieser eine Käfer, der noch da ist, die andere sind weg. Vielleicht passiert da was Gutes, wenn ich alle Käfer hier vernichtet habe, dass vielleicht eine geheime Truhe auftaucht. Nö, tut's nicht. Schade. Naja, was soll's. So,
Aber erstmal muss ich gucken, dass ich wieder Geld loswerde. Oh Gott. Da komme ich ja her. So. Jedenfalls, was kann man jetzt noch machen? Weiß nicht, Fragmenteverein geht hier wohl auch nicht. Das geht ja später, oder? Jetzt schon? Ich weiß ja nicht. Ich weiß es doch nicht. So, da haben wir ja wieder. Nee, geht nicht. Nö, auch keine Fragmente. Oh, du siehst fies aus. Du siehst fies aus. Wir sind auch keine Fragmenteverein. Jetzt ist gerade Unterricht. Du darfst jetzt nicht rein. Da ist immer Unterricht, oder? Du bist auch keine Fragmenteverein. Aha, aha. Das sieht mir noch ziemlich danach aus, dass da könnte, wo ich gerade herkam. Was denn aus ist das hier eigentlich? Okay. Was für ein nutzloser Kauz! In diesem Zimmer stimmt etwas nicht. Ach, ich glaube, du bist der Bürgermeister, oder? Auf meinem Ferienhaus am Hyliasee bin ich sehr stolz. Ein sehr, sehr hübsches, gemütliches Häuschen. Dort bastel ich Masken. Und du bist Fragmenteverein. Fragmenteverein? Ja, sehr gern, sehr gern. Und genau das, was ich jetzt zweimal habe. Hahaha. sehr schön und nochmals sehr schön. Mal sehen. Und Hagar, ich glaube, das ist wirklich der Bürgermeister von Hyrule. Was eigentlich keinen Sinn. Was haben wir denn da? In der Lonlon Farm. Haha, da werde ich nachher mal gucken. Wir müssen ja so wieder zurück zum Tyloria-Wald. Sie passt perfekt zusammen. Ich denke, es passiert was Gutes. So, und ihr seht auch schon, hier können wir wieder ein Portal uns erschaffen. Flomp. Und was wir auch machen sollten. Geht wahrscheinlich jetzt doch nicht. Wir können später auch diese Masken kaputt machen. Das ist sogar recht wichtig. Aber erstmal will ich mal gucken, was sie hier unten haben. Ah, hier waren wir doch schon mal. Au, au, aua. Mann, flüssig. So, hier waren wir ja schon mal. Ich glaube, die kommen auch erst weiter, wenn wir... wenn wir drei Kopien, wenn wir mindestens zwei Kopien machen können. Was war jetzt, ach Gott, wir haben gerade nur zwei Elemente. Das geht noch nicht. Na gut, okay. Sobald wir aber das nächste Element haben, können wir auch hier weiter. Hab ein bisschen geplaudert, sorry. Für jedes Element, was wir erlangen und in das Schwert einfügen, können wir eine weitere Kopie von uns erschaffen. Ist ja auch nicht jetzt so überraschend, denke ich jetzt mal. Hoffe ich zumindest. Das ist, glaube ich, die... Ah, noch ein Fragment. Du wirst Fragmente verheilen. Wir können es ja mal ausprobieren. So, und genauestens. Sehr schön. Beide Fragmente passen perfekt. Jetzt geschieht etwas Wunderbares. So, und Helge. Helge Schneider. Und, aha, da oben bei, ja, im Schlosshof. Da wartet uns wieder ein Herzteil. Ja. Flop. Schloss Hyrule. Sehr schön. Sie passen perfekt zusammen. Jetzt geschieht wohl etwas Gutes. So, ich bin hier, um mein Buch auszuleihen. Eigentlich müsste sie schon geöffnet. Eigentlich müsste schon geöffnet sein. Ah, gut, das ist die Bücherei. Da kommen wir auch später noch hin. Wird auch wichtig. Ja, hier haben wir. Okay. Was tun hier? Und du bist auch beim Mentorein. Super! Handmeister Mutu hat gesagt, er kann kaum noch Aufträge bekommt. Ich würde dir gerne helfen. So, Fragmenteverein. Gut, probieren wir es aus. So, und das habe ich, glaube ich, nicht. Oh, perfekto! Perfekto! Ist das geil oder ist das geil? Das ist geil! So, John, du machst... Okay. Passiert was mit dem Typ da? Ah, jetzt bin ich so motiviert, dass ich ein Haus in 5 Minuten baue! Okay. Flop. Okay, okay. Ja, perfekt. Viel zu tun. Viel zu tun habe ich wohl trotzdem. Bin ich jetzt mal gespannt. Was passiert denn jetzt? Das schaue ich mir sogar nochmal an und dann würde ich mal sagen, wer ich den Part. Das war... Ah, du. Das nächste Haus baue ich hier. Sie finden das Forst nicht. So etwas existiert ja auch gar nicht. Ich kann es gar nicht fassen, dass der König an solche Legenden glaubt. So, apropos Legenden. Ich brauche... Na gut, schmeiß jetzt mal die Fee raus. So, ich brauche nämlich jetzt Platz. Und es wird nicht vollgehalten. Das ist auch doll. Ups. Du hast Wasser in die Tasche gefüllt. Denn das müsste ich jetzt endlich mal machen. Das hier... Was ist? Ich bin gerade unglaublich beschäftigt.
Störe meine Forschung nicht. Jetzt ist ein ungünstiger Moment. Kann ich jetzt hier weitermachen? Na gut, ich werde mal sehen, ob ich jetzt den nächsten Teil machen kann. Ja, ja gut, von Nintendo. Gut, dann würde ich sagen, im nächsten Part sehen wir uns mal weiter hier in der Stadt Hyrule rum. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen guten Nacht. Scheiße, wir sehen uns das nächste Mal, wenn ihr es wollt. Macht es gut!